Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Fall geht es um einen Cold Case aus dem Jahr 1988. Das Opfer ist der damals 7-jährige Felix Nienhaber aus Mundelow. Mundelow ist ein Ortsteil der Gemeinde Hatten im niedersächsischen Landkreis Oldenburg. Der Ort liegt südlich der A28 an der Landstraße 871 und ist ein kleiner Ortsteil, der zum 1. Januar 2023 731 Einwohner hatte und zum damaligen Zeitpunkt, also 1988, wahrscheinlich noch deutlich weniger. Dies ist einer der Fälle, zu denen man fast nichts mehr im Internet findet, außer in Foren, die sich mit solchen älteren Fällen beschäftigen. Also, da dürfte in dem Fall von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft dann die Akte geschlossen worden sein. Felix Nienhaber wurde im Jahr 1981 im Kreis Oldenburg geboren. Er lebte bis zu seinem Tod im Jahr 1988 mit seiner Familie in einem Haus eben in diesem kleinen Stadtteil Mundelow. Im Jahr 1988 besuchte der 7-Jährige die erste Klasse der Grundschule in Hatten. Die Schule ist ca. 11 Kilometer von Mundelow entfernt und Felix fuhr immer mit dem Schulbus zur Schule. Um zur entsprechenden Bushaltestelle zu kommen, fuhr er die Strecke immer mit seinem Fahrrad, das er dort abstellte und abschloss. Und auf dem Rückweg fuhr er dann von der Bushaltestelle mit seinem Fahrrad wieder nach Hause. Am Morgen des 27. Oktober 1988, das war ein Donnerstag, machte er sich wie üblich mit seinem Fahrrad auf den Weg zur Bushaltestelle, um dann mit dem Bus zur Schule zu fahren. Er kam auch pünktlich zum Unterricht und nahm bis zum Schulschluss an diesem Unterricht teil. Nach dem Unterricht machte Felix sich dann mit dem Bus auf dem Heimweg nach Mundelow. Er stieg gegen 11 Uhr an der Bushaltestelle aus, um anschließend, wie geplant, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Dort kam er aber leider nicht an. Seine Familie bemerkte dann natürlich schnell, dass da etwas nicht stimmt, denn Felix war sehr zuverlässig und machte sich immer sofort nach dem Unterricht auf den Heimweg, ohne dass er noch irgendwo anhielt oder vielleicht zu einem Schulkameraden oder ähnliches ging. Und eben an diesem Tag kam Felix nicht wie gewohnt nach Hause. Und seine Eltern haben sich dann natürlich sofort große Sorgen gemacht. Sie haben erst einmal in der Schule angerufen, ob Felix denn im Unterricht war und wann die Schule aus war und so weiter und so fort. Als sie dort keine weiteren Informationen erhielten, die irgendwie erklären könnten, warum Felix noch nicht zu Hause war, haben sie dann seine Freunde angerufen und die konnten dann bestätigen, dass Felix ganz normal im Unterricht war und sich auch mit dem Schulbus auf den Heimweg gemacht hat. Und als erste Maßnahme ist die Familie dann die Strecke abgefahren, und zwar eben von der Bushaltestelle, wo er dann auch ausgestiegen ist, bis zu dem Haus. Und diese Strecke sind sie wohl auch mehrfach abgefahren, konnten aber von ihm nichts finden. Am Nachmittag hat die Familie dann Felix bei der Polizei als vermisst gemeldet. Offiziell war er dann seit 11 Uhr spurlos verschwunden, denn zu diesem Zeitpunkt hatte man ihn aus dem Schulbus aussteigen sehen. Die Polizei hat natürlich das Verschwinden von Felix von Beginn an sehr ernst genommen und hat sofort erste polizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Jeder Streifenwagen in der gesamten Umgebung hat dann nach ihm gesucht. Und bereits am gleichen Nachmittag gab es dann auch Radiodurchsagen, in denen nach Hinweisen auf Felix' Verbleib gebeten wurde. Die Eltern waren natürlich sehr unruhig und konnten nicht zu Hause sitzen und darauf warten, dass ihnen die Polizei mitteilte, was jetzt passiert bzw. welche Ergebnisse sie hatten. Deshalb hat die Familie handschriftlich ein Suchplakat mit dem Foto und der Beschreibung von Felix erstellt. Und diese Suchplakate haben sie überall in der Umgebung verteilt. Und ich glaube, die Nordwestzeitung hat dann gleich am nächsten Tag auch eine Meldung rausgegeben. Und dann hat die Polizei vermutlich am gleichen Tag, das lässt sich nicht genau anhand der Quellen eruieren,
das Fahrrad von Felix nur 300 Meter von seinem Elternhaus in Mundelow entfernt gefunden. Und zwar lag das Fahrrad im Gebüsch am Straßenrand. Die Eltern haben dieses Fahrrad wahrscheinlich nicht sehen können, als sie die Strecke abgefahren sind. Aber bei der genauen Suche von der Polizei wurde es dann wohl gefunden. Und in den nächsten Tagen und Wochen wurde dann weiter nach Felix gesucht. Allerdings blieb es zunächst erfolglos. Die Polizei setzte dabei natürlich verstärkt auf Medien, um die Öffentlichkeit zu erreichen, und baten die Bevölkerung um Hinweise. Und die Aufrufe führten dann auch dazu, dass sich einige Leute bei den Ermittlern meldeten, dass sie Felix gesehen haben. Es gab zum Beispiel eine Aussage, dass er am Tag seines Verschwindens 50 Kilometer von seinem Wohnort gesehen worden sein soll. Dann gab es eine Aussage, dass er sich irgendwo Richtung Papenburg begeben hat. Und eine andere Zeugin will ihn am Tag des Verschwindens dann auf einer Brücke am Küstenkanal gesehen haben. Und nach einem letzten konkreten Hinweis soll Felix am 4. November 1988 am Zwischenahner Meer gesehen worden sein. Und zu diesem letzten konkreten Hinweis gibt es aber keine nachvollziehbaren Informationen im Internet. Es wird nur noch in einem weiteren Artikel davon gesprochen, dass die letzte zuverlässige Sichtung wohl aus der ersten Novemberwoche sein soll. Das Zwischenahner Meer liegt so ungefähr 35 Kilometer von Hatten entfernt. Bis zum Auffinden der Leiche gab es dann 130 Hinweise und etwa 100 Zeugen, die Felix glaubten gesehen zu haben. Und die nächsten zwei Monate passiert dann erstmal relativ wenig. Es gibt keine Spur von Felix, obwohl die Polizei natürlich massiv ermittelt. Am 28. Dezember 1988, also zwei Monate nach dem Verschwinden von Felix, machen zwei Jäger an diesem Mittwochnachmittag, die auf der Entenjagd sind, in dem Wald- und Dünengebiet, große Höhe westlich von Delmenhorst, eine schreckliche Entdeckung. Sie finden die Leiche eines Kindes und die gefundene Leiche war bereits in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Und die Jäger melden den Fund natürlich sofort der Polizei. Und die herbeigerufenen Ermittler begannen natürlich dann sofort damit, Spuren am Körper von Felix und am Fundort zu sichern. Für die Ermittler stand schnell fest, dass es sich höchstwahrscheinlich um den seit zwei Monaten vermissten Felix Nienaber aus Mundelow handelt. Er war in einer Sanddüne begraben worden. Sie konnten ihn anhand der Kleidung identifizieren, aber dies musste erst noch durch die Rechtsmedizin bestätigt werden. Der Leichnam wurde zu weiteren Untersuchungen in das Rechtsmedizinische Institut nach Oldenburg verbracht. Nach dem Fund der Leiche von Felix wurde eine 10-köpfige Mordkommission gegründet, die rund um die Uhr im Einsatz war. Aber die Ermittlungen der Mordkommission stocken, da das Ergebnis mit dem Todesdatum von Felix aus der Rechtsmedizin auf sich warten lässt. Die Kriminalpolizei war sich auf jeden Fall sicher, dass der Fundort nicht der Tatort war. Allerdings gibt es im Internet in den Quellen keine Informationen, wann Felix denn tatsächlich jetzt getötet wurde. Und dieser Fundort befand sich in dem Wald- und Dünengebiet Große Höhe, westlich von Delmenhorst. Die Große Höhe ist ein Naturschutzgebiet in den niedersächsischen Gemeinden Gannakesee und Prinzhöfte im Landkreis Oldenburg. Die Größe ist ca. 89 Hektar und im Nordwesten grenzt es an das Landschaftsschutzgebiet Delmetal. In der Nähe befinden sich die A1 und die Landstraße 231. Und auch nicht weit entfernt davon ist Groß-Ippena. Und in einem Waldstück nicht weit von Groß-Ippena entfernt wurde damals die Leiche von Nicole Stint gefunden. Das nur nochmal so zur räumlichen Einordnung. Und bei der Autopsie der gefundenen Kinderleiche konnte dann durch den Rechtsmediziner offiziell bestätigt werden, dass es sich bei der Leiche um den 7-jährigen Felix Nienaber handelt und er Opfer eines Verbrechens geworden ist. Der Junge hatte offenbar einen Schlag auf den Kopf bekommen, vermutlich mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Dies war aber nicht die Todesursache.
Der oder die Täter haben ihm so lange die Atemwege zugedrückt, bis Felix erstickte. Leider gibt es auch keine Informationen, wie alt jetzt ungefähr diese Schlagverletzung war. Ob er dann eventuell mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen wurde, um ihn praktisch zu verschleppen, oder ob er praktisch dann niedergeschlagen wurde und ihn dann erstickte. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass die Leiche etwa eine Woche lang in dem Waldgelände gelegen hat. Weiterhin konnte herausgefunden werden, dass Felix länger als 3 Wochen tot war, bevor er von dem oder den Tätern in den Wald geschafft wurde. Konkretere Angaben zum Todeszeitpunkt sind in den Quellen leider nicht hinterlegt. Und in der Bevölkerung gab es dann schnell Spekulationen um einen Mann aus Bremen, der vor einigen Jahren die Leichen junger Mädchen aus Wadenburger Leichenhallen gestohlen und sexuell missbraucht hatte. Angeblich war dieser dann am 27. Oktober, also dem Tag des Verschwindens von Felix, in Mundelow gesehen worden. Die Kripo äußerte sich wie folgt dazu: Dieser Verdächtige scheidet vermutlich aus. Und es gab zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Hinweise darauf, welche Motivation der Täter gehabt haben könnte. Auch war nicht bekannt, ob es einen sexuellen Missbrauch gab. Und das war auch in den Quellen weiterhin nicht in Erfahrung zu bringen, ob es da einen sexuellen Missbrauch an Felix gab. Zeugen hatten dann noch die Fahrer von 2 roten Wagen gemeldet, denn, so wie sie sagten, wären diese seltsam gefahren und dadurch gerieten sie in Verdacht. Sie wurden von der Polizei ermittelt und als unbeteiligte Personen eingestuft. Rund eine Woche nach dem Fund von Felix im Wald- und Dünengebiet Große Höhe konnte man dann auch den seit dem Verschwinden gesuchten Schulranzen des Jungen am 6. Januar 1989 finden. Jäger haben in einem unwegsamen Gelände in einem Waldstück im Bereich der Pestrupper Gräberfelder bei Wildeshausen die Schultasche gefunden. Und diese wurde dann ungeöffnet, geborgen und zur kriminaltechnischen Untersuchung an das Landeskriminalamt Hannover geschickt. Die Entfernung vom Auffindeort von Felix Leiche und dem Auffindeort der Schultasche beträgt etwas über 20 Kilometer. Wenn man davon ausgeht, dass er zuerst die Leiche abgelegt hat und das am gleichen Tag passiert ist, also Leiche und Schultasche ablegen, dürfte er von der großen Höhe dann auf die B213 gewechselt haben, denn von dem Fundort Große Höhe kommt man relativ schnell auf die B213 und gelangt von dort dann zu den Pestrupper Gräberfeld. Wie lange die Schultasche dort im Wald gelegen hat und oder ob sie irgendwelche Spuren auf den Täter geliefert hat oder wie sie dorthin gelangt war, dazu gab es leider auch keine Informationen, auch nicht in dem Artikel vom 7. Januar 1989, wo über diesen Fund berichtet wird. Und auch die weiteren Untersuchungen haben wohl keine Fingerabdrücke auf der Schultasche ergeben. Und auch die Hinweise aus der Bevölkerung waren sehr spärlich, sodass die Polizei weder geografische noch inhaltliche Schwerpunkte bilden konnte. Die Polizei geht aber davon aus, dass die Schultasche nicht länger als eine Woche am Fundort lag. Es wäre natürlich auch gut möglich, dass die Schultasche erst später abgelegt worden ist. Denn beim Auffinden der Leiche ging man ja davon aus, dass diese etwa eine Woche lang in dem Waldgelände gelegen hat. Und die Schultasche wurde eine weitere Woche später gefunden. Und auch dort ging die Polizei dann davon aus, dass die Schultasche dort nur maximal eine Woche gelegen hat. Also kann ich es mir gut so vorstellen, dass der oder die Täter nach dem Bekanntwerden des Auffindens der Leiche von Felix dann sich auf den Weg gemacht haben, um diese Schultasche dann dort zu entsorgen. Dabei kann man dann natürlich wieder davon ausgehen, wenn jetzt diese Tasche in dieser Entfernung abgelegt wurde, also etwas über 20 Kilometer, und man davon ausgeht, dass sie die erst abgelegt haben, nachdem
dann die Leiche gefunden wurde, dass sie tatsächlich in diesem Umkreis von Auffindeort Leiche und Auffindeort Schultasche leben, die oder der Täter. Die Kripo war übrigens sehr enttäuscht darüber, dass es so wenig Resonanz aus der Bevölkerung gab und sprach von einer sehr schwachen Reaktion. Also insgesamt sind die Informationen, die ich in dem Fall finden konnte, eben recht wenig. Allerdings, wenn man sich jetzt diese Obduktionsgeschichte nochmal anschaut, kann man davon ausgehen, dass Felix auf jeden Fall nicht am Tag seines Verschwindens getötet wurde, sondern er noch eine bestimmte Zeit irgendwo festgehalten wurde. Und nachdem er getötet worden war, muss er dann dort noch einige Zeit aufbewahrt worden sein muss. Denn die Ermittlungen haben ja ergeben, dass Felix länger als 3 Wochen tot war, bevor er von dem oder den Tätern in den Wald geschafft wurde. Woran das die Ermittler genau festgemacht haben, dazu sind leider keine Informationen zu finden. Die Ermittler gingen dann auch weiterhin davon aus, dass der Täter aus der Gegend stammt und sehr gute Ortskenntnisse hat. Zudem muss der Täter eben einen Raum oder eine Örtlichkeit zur Verfügung haben, wo er eben ungestört einen Menschen über einen gewissen Zeitraum festhalten kann und natürlich auch, wo er dann die sterblichen Überreste von Felix einen längeren Zeitraum aufbewahrt hat. Ob dann dieser Aufbewahrungsort der tatsächliche Tatort gewesen ist oder ob das dann eine Art Zwischenstation war, ist natürlich auch nicht bekannt. Und etwas später, dazu gibt es jetzt leider auch kein konkretes Datum, haben dann Soldaten einer Einheit aus Delmenhorst-Adelheide bei militärischen Übungen im Bereich der Großen Höhe, also dort, wo Felix dann gefunden wurde, ein versteckt stehendes Zwei-Personen-Zelt gefunden. Und man vermutete dann einen Zusammenhang mit dem Fall von Felix. Die Soldaten haben natürlich dann sofort die Schutzpolizei informiert, die dann wiederum sofort die Kripo informierte. Diese hatte das Zelt aber bereits vor 2 Monaten untersucht und festgestellt, dass es mit dem Mordfall nichts zu tun hatte. Sie vermuteten, dass es eventuell von Kindern eines nahen Landschulheims dort aufgebaut worden sein könnte. Und eben diese Vermutung, dass dieses Zelt von Kindern von einem nahegelegenen Landschulheim aufgebaut worden sein könnte, hat dann vermutlich zu anderen Spekulationen geführt, so konnte ich es zumindest in einem Forum lesen. Also nicht zu Spekulationen bei der Polizei, sondern bei Leuten, die sich halt auch für diesen Fall interessieren. Und zwar wird da die Vermutung geäußert, dass der Täter in dem Fall von Felix auch Martin Ney, der sogenannte Maskemann, gewesen sein könnte. Dieser begann seine erste Tat, also zumindest die bekannt geworden ist, allerdings erst 1992. Festgenommen wurde er im Jahr 2011. Und meiner Meinung nach passt auch das Alter von Felix nicht so ganz. Denn zumindest bei den aufgeklärten Taten war es so, dass die Jungs schon etwas älter waren. Also das jüngste Opfer, welches noch bekannt war, war 9 Jahre alt und die anderen gingen so 10, 11, 13 in diese Altersstruktur. Martin Ney lebte zwar in Norddeutschland, um genauer zu sagen bis zum Jahr 2000 in Bremen, und wenn man sich die Tatorte anschaut, könnte es vom Radius her passen, dass er auch in Mundelow war. Und Martin Ney, der beging seine Taten hauptsächlich in Landschulheimen oder auf Zeltplätzen oder auch teilweise in Privathäusern. Und eben dadurch, dass sich dort ein Landschulheim befunden hat, in der Nähe des Auffindeortes, ging man wohl davon aus, dass eventuell Martin Ney auch eben dort der Täter sein könnte. Aber allerdings wurde Felix ja eben nicht in einem Landschulheim oder auf einem Zeltplatz Opfer, sondern auf seinem Nachhauseweg, auf dem Fahrrad. Und weiterhin ist mir auch nicht bekannt, dass Martin Ney seine Opfer für längere Zeit festgehalten hat, beziehungsweise dann die sterblichen Überreste auch noch einen gewissen Zeitraum aufbewahrt hat,
obwohl er es auch schon mal mit einer Leiche, ich glaube 250, 260 Kilometer auch über die dänische Grenze gefahren. Also ich denke nicht, dass er etwas mit dem Mord an Felix zu tun hat. Und da ich natürlich dann auch bei diesem Fall eben in Bezug auf Martin Ney da auch nochmal ein bisschen nachrecherchiert habe, habe ich einen interessanten Artikel im Spiegel vom 14. April 2016 gefunden. Und dort heißt es zu Martin Ney: Über das heutige Leben von Martin Ney im Gefängnis ist nur wenig bekannt. Er sitzt zusammen mit Niedersachsens schlimmsten Kinderschändern, sagt Oberstaatsanwalt Breas. Gemeinsam mit berüchtigten Mördern und Vergewaltigern wie Ronny Rieken und Mark H. lebt er in einer Wohngruppe. Da Täter wie Martin Ney in der Hafthierarchie ganz unten stünden, müssten sie andernfalls fürchten, angegriffen und malträtiert zu werden, sagte Breas. Also Mark H. dürfte Mark Hoffmann sein und das war der Täter in den Fällen von Lefke und Felix. Ich habe da nochmal geschaut, in einem Wikipedia-Artikel steht dann drin, dass er aktuell in Oldenburg sitzt. Vielleicht ist er verlegt worden. Aber Martin Ney sitzt dann auf jeden Fall auch noch zusammen dort mit Rolf Diesterweg. Denn er sitzt auch in Celle und dürfte dann wahrscheinlich auch dieser Wohngruppe angehören. So, das war es, was ich zu dem Fall von Felix Nienhaber herausfinden konnte. Ein Fall, der anscheinend längst vergessen ist, wie man auch im Internet sieht. Aber ich dachte, auch dieser Fall darf gerne mal wieder an die Öffentlichkeit. Vielleicht ergibt sich dadurch ja irgendetwas. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!